Hallo Freunde, da sind wir schon wieder zurück im nächsten Teil. Ja, und ja, wie eben im letzten Teil schon gesehen, die Stimme. Also mir kam sie jedenfalls richtig bekannt vor. Und ich wette, das war Nico. Was kann man hier nehmen? Aha, ich weiß, wie das geht. Wenn ich nur ein Stück Schnur und einen Magneten hätte, hätte ich den Schlüssel im Nu. Obwohl, vielleicht sollte ich besser die Finger von dem Käse lassen. Wenn die Ratte ihn nicht will, will ich ihn auch nicht. Käse, das ist Käse, okay. Auf dem Tisch liegt ein angeschimmeltes Stück Käse, das sich gerade voll entfaltet. Okay. Ja, dann haben wir... eine kleine mechanische Maus zum Aufziehen. Lassen wir sie mal ein Ründchen laufen. Ein Gummiteil, das redet, wenn man draufdrückt. Oh, okay. So, und diese Murmeln? Eine Handvoll Murmeln. Oh, lang, lang ist's her. Damit. Die Murmeln sind überall vor der Tür verstreut. Genau. Und so richtig schön farbig fällt sie auch überhaupt nicht auf. So, wenn wir nämlich jetzt hier... Wache! Genau. Er hat ganz leise gesprochen. Was wollen Sie? Ich bin zwar Amerikaner, aber ich habe auch meine Rechte. Tun Sie mir einen Gefallen. Nicht wirklich redselig, der Kerl. Moment. Wie war das denn jetzt? So, hier war das. Okay. Ja, ist schon ein paar Stündchen her. Wache. So, jetzt aber. Genau. Jetzt nämlich, Achtung. Genau, rutscht er nämlich aus. Ja! Und wir können von ihm etwas diebstahlen. Diebstahlen. Nein, wir können von ihm etwas jetzt nehmen, nämlich... ich kriege den Schlüssel gerade so. Ja, und mit dem Schlüssel... zack! Genau, und wir sind draußen. So, und ja, bis dahin hatte ich dann gespielt. Was ist hier? Da ist nichts. Da ist nichts. Okay, also bleibt nur noch die andere Richtung über. Ich muss was mit der Wache anstellen. Er kann jeden Moment aufwachen. Okay. Was habe ich denn? Faden? Vielleicht damit? Mit aneinander gefesselten Händen und Füßen geht der nirgendwo hin. So, und jetzt... ich will nur den Schlüssel klauen. Nein, 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 die mit der Zelle. Ja, okay. Was habe ich hier? Ich könnte schwören, auf diesem Tisch lagen meine Sachen. Na toll. Hallo Kamera. Okay. Wo geht's hier hin? Was ist... ich hätte die Wache fesseln und knebeln sollen. Toll. Also nochmal. Stück Stoff, ja. Netter Knebel, dem wird die Brüllerei vergehen. So, jetzt aber. Oh Mann. Oh, Wauwi. Hallo, Wauwi. Man müsste den Hund ablenken können. Oh, wei. Ein Fressnapf. Sieht leer aus. Ach, das Spielzeug bestimmt. Hallo? Hallo, Wauwi. Schnell, er ist abgelenkt. Ich hab's. So, und das dann wahrscheinlich mit seiner Dose da. Ein Fressnapf. Sieht leer aus. Ja, du sollst sie auch da... oh. Keine Chance. Mach ich nicht. Gut, dann gib ihm das halt. Der Köter hat ja scharfe Zähne. Trotzdem muss ich die Dose aufmachen, wenn ich ihn füttern will. Na, okay. Dann, das hier sieht doch aus wie...
Der Aufziehschlüssel eignet sich prima, um damit die Dose zu öffnen. Okay, so, jetzt aber. Hier, alter Junge, Fresschen. Ich kann dieses Tor nicht öffnen. Okay. Ach, da ist ja... Okay, Moment. Haben wir hier irgendwas zum Nehmen? Nein. So, wo kommen wir dann da hin? Oh, hier bin ich also wieder. Na. Allerdings. Okay, also Computer wieder, oder was? Irgendwer hat sich die Mühe gemacht und eine Firewall installiert. Ich komme jetzt nicht rein. Ja, mein PDA ist weg. Scheiße. Was mache ich denn nun? Da wieder rein? Nee, der Alarm ist doch an. Aber Moment mal, ich habe doch... Vielleicht... Die Tür ist wieder verschlossen. Wenn ich dünner wäre, könnte ich durch den Spalt unter der Tür kriechen. Puh, ich bin schon völlig durchgedreht. So, und hier draußen? Ich sehe die Wachen, die dort patrouillieren. Ach toll, super. Das hilft mir jetzt auch unheimlich. Wenn ich jetzt die Wachen ablenken könnte... Das Alarmsystem ist ja wieder eingeschaltet. Wenn ich jetzt die Maus einfach damit mal benutze. Der macht es. Und ab mit dir, kleine Maus. So. Bald wird hier Alarm ausgelöst und da will ich lieber nicht in der Nähe sein. Genau, also schnell weg. Komm, beeil dich. Hau lieber ganz ab. Die Wache mit dem Hund ist bald zurück. Das riskiere ich besser nicht. Ach nee, ja, richtig, genau, da ist ja einer. okay, und was nun? Wieder in den Hof zurück, oder was? Was ist das? Ich klettere die Weinrebe hoch. Ach, und ja. Die Wachen sind mit dem Alarm beschäftigt. Genau, auf die Dächer. Ah! So, auf dem Dach. Und wo ist jetzt dieser Priester? Und warum steht da noch einer? Aha. Was passiert einfach, wenn ich hier ein bisschen warte? Was ist das? Ein loser Stein auf dem Dach. Das alles? Meine Güte, irgendwann müssen die Maus doch gefunden haben. Okay, dann gehen wir mal nach hier hinten. Hier können wir nichts machen. Hä? Wie soll ich denn da jetzt... Das kann ja dann eigentlich nur die quietschende Puppe und dieser lose Stein hier sein, weil was anderes habe ich hier nicht, was ich benutzen kann. Sprich zu mir, kleines Ding. Ah, perfekt. Tatsächlich. Okay, dann kann ich... Wer da? Jetzt hier rum. Was zum... Ah, wohin, wohin, wohin? Da hinten, da hinten, da hinten. Komm, lauf, 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 lauf. Nico, bist du's? Hey, danke für die Spielsachen, Schwester. Und was jetzt? Beten wir um ein Wunder? Nein, George. Du bleibst hübsch ruhig und fragst höflich. Nico! Pass auf mein Häubchen auf, George. Was soll denn Pater Nikolas sagen? Was machst du denn hier? Dich vor dem Heldentod bewahren. Das weiß ich zu schätzen, aber wie kommst du hierher? In diesem Outfit? Oh, George. Du hast dich so lange nicht gemeldet. Ich war verzweifelt. Da habe ich allem Weltlichen entsagt.
Oh Gott, ich meine, du bist wirklich eine Nonne? George, reingelegt. Na, wusste ich doch. So, hast du Lust, baden zu gehen? Mit dir? Immer. Aber wie? Mit dem Drahtseil hier. Ist alles schon vorbereitet. Ja dann, worauf warten wir? Wie in alten Zeiten, was? Auf geht's. Haha, ja, das nenne ich doch mal Nico. Die tut mir nichts, aber... Ja! Oh, herrlich. Geil. Nico ist wieder da. Ah, oh, jetzt ist das richtige Waffe mit Fluchfeeling auch wieder da. Die hat einfach gefehlt. Und so bin ich dann schließlich im Gefängnis gelandet. Tja, da warst du ja ganz schön fleißig, George. Und dieses Mädchen, wie hieß sie doch? Mandy? Angela? Anna Maria. Ist dir nie der Gedanke gekommen, dass sie dich nur ausgenutzt hat? Was? Nico? Sie hat dich nach Strich und Faden verarscht. Merkst du das denn nicht? Nein, merke ich nicht. Sie ist nur ein Opfer in dieser Sache, genau wie ich. Und sie ist wunderbar und fantastisch und das Beste, was mir jemals passiert ist. Und wenn du mir nicht helfen willst, dann kannst du... Okay, okay. Ich wollte ja nur mal sehen, wie sicher du dir bei der ganzen Sache bist. Nun, ich bin mir sicher. Verdammt sicher. Gut. Nachdem das nun geklärt wäre, George, was sollen wir jetzt tun? Also, wir müssen irgendwie in mein Zimmer zurückkommen. Nach Hinweisen suchen. Deine Tarnung ist aufgeflogen, also wird das mein Job. Mal sehen, ob ich uns Zutritt verschaffen kann. Komisch, dass hier keine Polizei rumturnt. Ich wittere eine Falle. Kommst du klar? George, ich mag etwas aus der Übung sein, aber mit so einer Verkleidung, wie schwierig kann das schon sein? Viel Glück. Ich mach's mir bequem und halte den Kopf unten. Ach, und da bleibt dann jetzt ja... Ah, okay, wir haben jetzt Nico, okay. Und der bleibt ja einfach stehen, oder was? Na, super. Na, ach, Nico, was hab ich dich vermisst. Hallo, da bin ich wieder. In einem anderen Körper. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nicht, dass Sie sowas zu schätzen wüssten. Aber bei uns steigen immer die interessantesten Prominenten ab. Oh ja, diese alte Dame, die Krimi-Schriftstellerin, hat sie nicht... Ach, hören Sie doch auf. Ich rede hier von Popstars, Sportlern, Medienriesen. Nicht von fetten alten Schreiberlingen. Und wohnen hier denn im Moment irgendwelche Promis? Oh ja, wir haben Eamon O'Mara hier. Den Eamon O'Mara. Inzwischen sind wir sogar enge Freunde geworden. Oh, enge Freunde. Wie romantisch. Das hört sich doch echt irgendwie russisch an, oder? Tut mir leid, Schwester, aber wir haben keine Zimmer frei. Tut mir leid, Schwester, aber wir haben keine Zimmer frei. Ah, nur halt so schön das R. Eigentlich brauche ich auch nur Eamons Zimmerschlüssel. Ach, wirklich? Ich kann Ihnen leider nicht verraten, warum, aber ich bin eine Nonne. Sie können mir vertrauen. Ha! Selbst wenn ich Ihnen den Schlüssel gäbe, bekämen Sie es mit Eamon selbst zu tun. Und als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, hatte er schreckliche Laune. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, hatte er mehr als nur schreckliche Laune. Was meinen Sie damit? Er war tot. Was? Verblichen. Hingeschieden. Aber wie? Hat sich umgebracht. Der arme, arme Junge. Aber ich habe doch noch vor einer knappen Stunde mit ihm geredet. Ja, es kam alles sehr plötzlich. Sein Herz war gebrochen. Oh mein Gott! Übrigens hat er mich gebeten, Ihnen dieses Foto von ihm zu geben. Dann hat er am Ende an mich gedacht. Oh ja, er sagte alles Liebe für meine, die Süße am Empfang. Das hat er gesagt? Naja, so oder ähnlich. Ich erinnere mich nur grob. Dann waren all die Sachen, die er mir gesagt hat, ernst gemeint. All die lieben Worte. Oh ja, völlig ernst. Todernst. Er hat mich wirklich geliebt. Ja, von ganzem Herzen. Oh. Könnte ich jetzt bitte den Schlüssel haben? Natürlich. Freunde, die Zeit ist rum. Wir sehen uns im nächsten Teil. Bis dahin, NRW 18, adieu.